Welche weiteren Strukturen ich mir im erfolgreichen Training im Idealfall zunutze mache, sind wie folgt oder wie schon weiter oben erwähnt, Ankündigungen für unterschiedliche Belohnungen. Da haben wir eben gehabt Futter vom Hundeführer, Spielzeug vom Hundeführer, Belohnung von vorne, angekündigt durch den Trillerpfiff beim Figuranten oder unangekündigte Belohnungen. Ich versuche, nachdem ich Verhalten etabliert habe in der Anzeige, das heißt, bis der Hund Hausnummer gute 20 Mal stark verbellen kann, auf ein Hörzeichen hin, auf eine Person oder auf das Motivationsobjekt, werde ich eine variable Belohnung einführen, und zwar allerspätestens dann. Wie genau ich die variable Belohnung einsetze, darf ich auch ein bisschen später genau erwähnen. Hier nur die Übersicht. Und was ich mir auch zunutze mache, ist das Training ohne Helfer, welches irrsinnig effizient ist, woran ich selbst längere Zeit gar nicht gedacht habe. Da hat mich ein lieber Kollege und durchaus Freund draufgebracht, der selbst im Schutzdienst tätig ist. Und der hat mir gezeigt, wie sie den Hunden das Bellen beibringen, wie sie mit den Hunden Schickübungen machen und so weiter und so fort. Auch dazu später noch ein paar weitere Infos. Um kurz auf die Ankündigung zurückzukommen, und mit Ankündigung meine ich jetzt beispielsweise den Trillerpfiff, den der Hund bekommt, um von vorne belohnt zu werden. Wir hätten früher versucht, mit dem Klicker zu arbeiten, den der Hund durchaus wahrnehmen kann, auf eine gewisse Distanz. Allerdings die Person, die gerade verbellt wird, hat wenig Chancen, diesen wahrzunehmen. Die Trillerpfeife wird auch auf größere Distanzen gut gehört, auch bei unterschiedlichen Wetterlagen, Wind, Regen, gut gehört. Und auch wenn der Figurant, die Person, nicht an der Oberfläche liegt, sondern verdeckt ist unterm Holzstoß oder in so einer jagdlichen Einrichtung. Eine kostspieligere Variante wäre das Vibrationshalsband. Das ist uns in der Trainerausbildung damals schon vor 8 Jahren vorgestellt worden. Es gibt für mich in Österreich dabei ein Problem. Viele Vibrationshalsbänder sind Kombinationshalsbändern aus Teletac und Vibrationshalsband. Diese Teletacs und Elektrohalsbänder sind bei uns verboten und lehne ich grundsätzlich in der Ausbildung ab. Darum haben sich die meisten Modelle für Vibrationshalsbändern auch schon wieder erübrigt. Es ist natürlich sehr kostspielig und es ist immer verknüpft mit einem stark kontextbezogenen Lernen. Das soll heißen, der Hund hat entweder das Vibrationshalsband umgeschnallt und auch der Helfer hat irgendwo ein Vibrationshalsband angeschnallt, damit eben Trainer oder Hund das Signal zur Belohnung geben können. Und plötzlich haben sie es nicht mehr drauf. Ich versuche, wie zu Beginn erwähnt, so wenig Hilfen wie nur möglich mit einzubauen, um später eben auch nur so wenig Hilfen wie nötig abbauen zu müssen. Ich würde mich freuen, wenn sich vielleicht im Nachhinein mal jemand meldet, ob unterschiedliche Teams mit anderen Ankündigungen arbeiten. Das wäre sicher ein sehr interessanter Austausch. Ja, um die Ankündigungen nochmal kurz durchzugehen, weil im Endeffekt das maßgebend ist im Plan, in der Zielsetzung bzw. in der Formulierung für den jeweiligen Trainingstag. Und mich ärgern wenig Sachen so sehr, wie wenn Figuranten und vor allem fremde Figuranten schlecht eingewiesen oder angewiesen werden, was zu tun ist, wenn der Hund belohnt wird oder belohnt werden soll. Aber mindestens so wichtig, was zu tun ist, wenn der Hund einen Fehler macht, ob man dem Hund hilft, ob man die Übung beendet, etc. etc.